Absolut der Schritt in die falsche Richtung. Hansa Rostock hat 0:3 gegen den Karlsruher SC verloren und damit auch den Anschluss an die Tabellenspitze. Sogar der Relegationsplatz ist jetzt 5 Punkte weit weg. So gehen Ex miteinander um. Dominik Peitz spielt inzwischen in Eigelb für Karlsruhe und schenkt Hansas Holst genau das, nämlich nichts. Gekuschelt wird nur, wenn der Schiri zuguckt. Hansa, in der ersten Halbzeit durchaus bedacht, die schwache Vorstellung beim 1:2 gegen Offenbach in die Tonne zu treten. Aber es tritt erstmal nur einer, Ex-Hanseat Peitz, seine Gegner nämlich, und sieht dafür was Passendes zum Trikot. Rostock rappelt sich auf und hat Pech. Karlsruhes schwacher Torwart Olishausen begleitet den Ball an den Pfosten. Glück für die Gäste. 0:0 zur Halbzeit. Da geht doch was, oder? Hansa-Trainer Fascher. Zweite Hälfte, 55. Minute. Das. Nimm du ihn nicht, denn ich habe ihn auch nicht. Torwart Kevin Müller sieht schlecht aus. Das gilt nicht für die Innenverteidigung, denn sie ist erst gar nicht da. 0:1 für Karlsruhe. Ich glaube, dass das insgesamt, zumindest bis zum 1:0, ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel ist. Eher tendenziell 0:0. Oder eben halt, wer das erste Tor schießt, landet auf der Siegerstraße. So ist das leider Gottes eingetreten. Spielerisch geht nichts nach vorn, aber vielleicht mit diskutieren. Erste Halbzeit, Ken Lehmanns nach einem umstrittenen Freistoß in Debattierlaune sieht gelb. Und als wäre es eine Wiederholung. 65. Minute, wieder als Labertasche. Dem Schiedsrichter wird es zu bunt, deswegen arbeitet er mit 2 Farben, gelb-rot, dumm. Und der Knacks? Ja, das will ich nicht alles darauf schieben. Ich denke, wir hätten dann trotzdem hinten sicherer stehen können. Aber letztendlich haben wir 3:0 verloren und ja, das ist einfach scheiße. Recht hat Michael Blum, schade für Hansa. Dennis Kempe sagt Aua statt Dankeschön. Denn der Torschuss donnert an seine Birne zum 2:0. Und das schönste Tor des Tages, das 0:3 durch Ilya Soriano. In der 83. Minute. 2 schlechte Spiele, 2 Niederlagen für Hansa. Der Trend geht ganz klar nach unten. Sehe ich nicht so. Offenbach gebe ich zu, das war nicht unser bester Tag. Da haben wir dann auch unterm Strich den verloren. Aber heute waren wir nicht schlecht. Wo geht die Reise hin für Hansa? Das werden wir sehen. Zunächst geht sie mal nach Erfurt zum Tabellenletzten. Hoffentlich sehen da die Hansa-Gesichter am Ende nicht so betröppelt aus wie heute. Gut gekämpft, aber nichts erreicht. Und wir schauen jetzt auf die